Guck mal. Oh, wait, wait. Ja. Da oben. Da kann man Portal machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hin eins packe, könntest du eventuell, wenn du da eins und da hinten eins. Komm einfach zurück, Way. Du hast ein Portal da oben, ja? Ich hab da oben Hast du ein. dein Portal da Ja, oben? habe ich. Dann gut, dann komm über meine Portale zurück. Okay. Komm. Way, komm. Komm, Way. Du bist das, Way. Sehr schön. Gut, Na komm, geh durch. Geh durch. Geh durch die Portale. Geh. geh du durch. Geh durch die Portale. Naja. Ist noch was da drin. So, warte, bevor du runter gehst. Genau, warte. Bevor du runter gehst, ich geh jetzt mal hier hin. Wenn wir das Ganze umgedreht machen würden, könnte dann einer da drin in Ruhe weitermachen, während der andere hier weiter durch. Okay, gut, dann mache ich das Portal wieder da hinten hin. Dann hilfst du mir gleich da rüber zu kommen. So, helfen wir kurz raus. Hatte ich vor. Dankeschön. Jetzt muss, müsste ich darüber. So. Jetzt kannst du deinen Spaß da haben. Schön, jetzt renn ich wieder raus. Jetzt kannst du da und da hinten drauf, und das Glory Hole dahin. Ja, nee, aber wenn ich hier durchgehe, ist mein Portal hier wieder weg. Sei denn, bringt es mir irgendwas hier zu springen? Nein. Zum Würfel kommst du nicht damit, ne? Mit dem Sprung. Ja, voraussichtlich nicht. Nee, komm ich eben nicht. Wenn ich jetzt hier durchgehe. Dann muss man nochmal eine Spur komplizierter denken, dass einer hier schon ein Ding setzt und der andere den Rest da drin alleine macht. Das wird nix. Von der weißen Fläche. Ich wundere das vor allen Dingen, dass man hier den Würfel nicht rausbekommt. Dass es keinen Schalter dafür gibt. How? How? Sprust sich halt mal ein bisschen die Decke. Aber wir sind zumindest schon mal weitergekommen. Step by step. Oder ich bin einfach mal so bescheuert und mache das so. Natürlich, die Möglichkeit gibt's auch. Jetzt bin ich nämlich hier drin und jetzt kann ich hier einen Schalter betätigen, der was bringt? Frage, guck mal, geh mal den. Okay, jetzt kann ich hier ein Portal setzen und hier drüben theoretisch. Was habe ich jetzt eigentlich hier? Hier habe ich den Laser. Ja. Und hier müsste der Würfel rein. Laser muss man doch irgendwie mal unterbrechen. Soll ich mal zu dir kommen? Ja, ne? Ja, mach ruhig. Wir sind jetzt damit soweit theoretisch fertig. Theoretisch. Wenn wir uns jetzt hier draufstellen, geht dieses weiße Fenster weg. Frage ist für was. Ich frage mich halt immer noch, wofür das Portal da unten ist, aber. Das muss für den Würfel, damit man den Würfel direkt hier rüber navigieren kann. Ach stimmt, ja. Und um den Würfel rauszubekommen, stellt sich mal so ganz dumm, müssen wir hier irgendwas machen mit dem Laser. Ja, dafür bräuchten wir aber auch erst eine Umlenkung. Sieht halt echt aus, als würden wir hier auch noch Sprunggel brauchen oder sowas. Wenn man wieder einer hier steht, meinetwegen, dass er der andere hier durchgehen kann, dann hier ein Portal setzen kann und nach wie vor halt, you know, da hinten das Ding drin hat. Guck mal, rein theoretisch. Kann nicht einer da hinten sein Portal setzen und der andere führt ihn bis hier hinten hin?
Und geht dann zurück und stellt sich dann wieder auf den Knopf? Theoretisch ja. Okay, gut. Machen wir das doch mal. Wie rum machen? Was? Okay. Wobei, plötzlich. Magst du dein Portal oder soll ich? Okay, warte, mach mal so. Dann, plötzlich. Ah, fuck. Ja, nee. Nee, geht, das klappt ja trotzdem nicht. Wir müssen dafür eine Scheibe irgendwo. Ja, sein. Stimmt, die blaue Wand hier ist im Weg. Ansonsten hätte man ja einer mitgehen können die ganze Zeit. Ah, das ist so dumm. Wie haben wir das denn eben gemacht? Wie habe ich den. Wie habe ich das eben gemacht? Ach, da oben durch, ja. Soll ich dich rausholen? Ja, dann gehen wir raus, bitte. So, sag mir, wenn du irgendwo hin willst. Ja, dann lass ich einfach wieder rüber zum Schalter. Mhm. Dann schicke ich das Geh wieder da oben durch. Mhm. Du kannst jetzt von dort aus mal ein bisschen versuchen zu experimentieren damit. Okay. Mein, das Problem ist halt echt. Es halt. Die scheiß Wand da oben wieder. Ja. Die Sache ist halt. Aber ich komme jetzt hier auch nicht mehr raus. Ja, eben. Ist das wirklich Sinn und Zweck? Ich geh kurz mal. Weil. Ich meine, das geht dann weg. Aber weil hier sehe ich halt auch absolut nichts, was hier gemacht werden sollte. Und das hier. Ah! Dankeschön. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Hast du gesehen? Ich schau gerade mal kurz bei dir. Mal. Nur, was bringt uns das? Das ist richtig. Also, dass es nicht trifft. Okay, gut. Okay. Du hast ein Portal, genau dort muss es. Jetzt hast du es richtig. Gut. Komm ich so auch richtig hoch? Ja. Weil ich muss das anders machen, ich muss von hier aus. Ach, wer braucht mich springen? Arschloch. Ja, das muss. Ich krieg das hin, keine Sorge. Das ist blauer, gut. Ja, der Würfel springt. Oh, oh. Das ist aber neu. Würfel. Fang den Würfel, Boy. Fang ihn. Würfel. So, jetzt kannst du da weg. Ja, jetzt komme ich hier wieder raus. Und dann kann ich da oben jetzt die Wand deaktivieren. Genau. Würfel. Man könnte fast sagen, das ist der springende Punkt gewesen. Ja. Ach, Mensch. Und Wand ist deaktiviert. Dankeschön. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt fangen wir den mal da drauf und dadurch. Nein! Waffe! 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 Ey! Ganz. Das klappt nicht! Trunk! Hol den Würfel! Wir feiern die! Trunk! Ich mach mal vorsichtshalber hier die Tür auf. Gut. Nein! Würfel! Würfel! Wenn er da oben ist! Ist interessant, wie die Brücke aber auch immer wieder auf und zu geht dabei. So, ich meine, ganz ehrlich, was soll ich machen? Ja, einfach vorsichtig ablegen. Mach ich ja. Geh doch in die Hocke. Ah.
Shank, magst du den? Nimm du mal den Würfel. Drück einfach L. Kriegst das bestimmt hin. Nee, da will nicht. Der wollte zu dir. Lass uns aber schon mal weiter überlegen, weil im Großen und Ganzen bringt das Ganze hier gerade recht wenig. Ist das einfach vielleicht. Warte, halt, wait. Was wäre, wenn wir den Würfel einfach zerstören und uns einen neuen Würfel holen? Ah. Was passiert dadurch? Danke. Sorry, ich hab gedacht, ich kann ducken und dann passiert, aber ist dann weggegangen. Jetzt wäre ich zum Beispiel hier oben. Ich kann. Warte. Wo oben? Ah, da. Na, über dir. Ah, nice. Und das macht was? Warte, ich muss einfach Tab drücken. Okay, gut. Dann wirst du hochgefahren. Nützt es dir irgendwas höher zu sein? Theoretisch. Ja. Und ist da oben, also an der Seite rechts davon? Weil da hier ist nichts weiter. Ah, könntest du vielleicht zurückkommen? Guck mal hier da vorne dann den darüber springen. So da. Dann da rein. Für was? Ja, ich weiß nicht was, aber da ist ja noch was, da waren wir noch nicht, deswegen. Hm. Weil ich komme ja nicht hin. Achso, warte mal, jetzt habe ich das Portal falsch gesetzt. Aha! Kann ich eben nicht, wenn ich meine Portale hier setze, wenn ich hier reinkomme. Oder du setzt mir die Portale, dass ich da wieder hochkomme. Okay, warte. Setz mir bitte mal ein Portal hier hin und ein Portal dahin. Okay, nimmst du kurz mal den Würfel? Dankeschön. Dankeschön. Hast du Würfel? Du hast Würfel. Jetzt. Ach, so. Ich weiß, durch meine Portale gehen fällt schwerer. Hm? Hochfahren lassen, Würfel weg. Na gut, jetzt bin ich hier. Ich hier einen Knopf drücken und hier kommt weißes Gel raus. Gut, okay. Kannst du das irgendwo. Ich überlege gerade, bloß. Genau, du kannst es rausmachen. Ja. Was auch immer, und es funktioniert nicht wirklich. Stimmt. Hä? Kannst du es auf die linke Seite? Durch das Glas geht das nicht, oder? Naja, krieg ich doch nicht hin. Das sieht aber mehr transparent aus und nicht weiß, oder? Ich habe keine Ahnung, für was das gut sein soll. Also es ist halt nicht das Weiße. Aber es dürfte halt das Weiße sein wie schon zuvor. Ich glaube nicht, dass sie uns im letzten Level auf einmal graues Gel vorsetzen. Es sei denn, du gehst mal mit dem Würfel da drunter. Ja, bitte. Genau, das dachte ich mir auch gerade. Das ist Wasser einfach. Danke. Gern geschehen. Das ist einfach fucking Wasser. Ja gut, ne? Jetzt, nachdem man alle Flüssigkeiten durch hat. Gut, in Ordnung. Ist das ja dauerhafter? Heißt das, wir können da einfach ganz normal springen? Oder wie jetzt? Oder? Das ist die Frage. Warte mal, der Würfel ist jetzt. Ja. Wir können uns auch nicht mal oben fallen. Was passiert denn, wenn. Meinetwegen, du. Warte, nee, du machst hier ein Portal und da ein Portal. Ich bezweifle zwar, dass das funktioniert, aber meinetwegen da rausfalle. Ja, genau. Das bezweifle ich sehr stark, dass das funktioniert. Nein, du musst das schon dahin packen. Ich brauche schon eine höhere Höhe. Du musst das schon dahin packen. Dahin?
Hier hin. Da unten auf dem Boden. Was denn nun? Auf dem Boden, da, wo ich hinzeige. Ja, mal zeigst du nach oben, mal zeigst du nach unten, mal wieder da, mal wieder da. Gott. Okay, jetzt muss da hin. Okay, bisschen weiter nach da. Gut, aber... Nee. Ich bin ein bisschen verarscht. Hä? Das reicht schon mal nicht. Okay, magst du es jetzt wieder hier hinsetzen? Vielleicht klappt das, krieg ich es jetzt so. Das reicht trotzdem nicht. Okay, gut, gut, in Ordnung. Wollte ich es nur ausprobieren? Ja, ich hab's gerade auch ausprobiert, Ray. Ja, hab ich nicht gesehen. Und wie gesagt, die Vertrauensgeschichte ist sowieso überbewertet. Ja, ja, eben. Weißt du, jetzt sind wir so weit. Nein, Würfel kriegen wir nicht. Die Schalter hat sich auch erledigt. So. Schön, dass wir gleichzeitig. Kann ich mal ganz kurz was anderes probieren. Wollte eine Endloskette machen. Ja, das wollte ich eigentlich auch gerade. Die Sache ist halt, je länger. Du musst das eigentlich eher hier hinten hin platzieren, weil je mehr Geschwindigkeit du aufbaust, desto weiter fliegst du rein, theoretisch. Aber ich glaube nicht, dass. Möchtest du das eigentlich eher so machen, dass ich hier so eine Dauerschleife hoch runterspringe dann? Dass man deinen richtigen Moment auf das Total hier hinsetzt und dann rüberfliegt. Davon aber, du kriegst ja mehr Geschwindigkeit, dadurch fliegst du dann weiter, rein theoretisch. Also. Ja, aber wenn ich schaffe, dass die Portale dann direkt so nebeneinander sind, dass man die ganze Zeit. Wupp, wupp. Und das aus erhöhter Richtung hat. Baut man auch nach und nach ein bisschen Speed auf und. Okay. Ist das, das wird immer weniger dann. Ich steche jetzt so nach der Zeit mehr. Okay. Ich kann mich auch vielleicht einfach hier zwischenstellen an. Aber wir hatten kein weiteres Objekt hier, oder? Nein. Der Witz ist, dass ich vorhin da oben ganz einfach hingekommen bin, ohne dass der Würfel hier drin war. Ja, ja, weil du dort oben hingekommen bist und dadurch runterfallen konntest. Ah, da sind wir ja jetzt nicht mehr. Und was wäre, wenn doch? Ich hab da eine Idee. Ich hab da eine ganz, 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 ganz gescheitene Idee. Schnapp dir den Würfel? Ja, okay. Soll ich hier hinten hin? Ja, es ist, ja, okay, rein, genau. Ja, ich weiß. Okay, gut, du hast das. Danke. Kannst ablegen. Jetzt packst du uns bitte ein Portal hier und irgendwo hier hin. Ah, scheiße. Lass mal weiter da drauf kommen. So. Warte, rein theoretisch könnte ich den Würfel... Ja, nee, müssen wir das nicht einfach machen. Gut, perfekt. Danke. Jetzt brauchen wir auch bloß hier ein Portal da. Und da und Ladies First. Ja, ja. Tata! Der Raum mit dem Prototypgehäuse ist am Ende des Ganges. Denkt daran, ihr seid tödlich. Sie hat das Licht ausgemacht. Nachtsicht aktivieren. Okay, geheimnisvoll. Sie hat das Licht wieder angemacht. Nachtsicht deaktivieren, deaktivieren! Was geht denn jetzt hier ab? Ich hab keine Ahnung, ich glaube, hier sollten wir nicht sein. Ja. Alter, wie sich ja auch mal gleich reindrängen muss so weiter was. Erstaunlich! Elendiger Wichtigtour. Genau so sehe ich das auch. Danke. Ja, was sollen wir jetzt? Naja. Weiß nicht, wollte ich nicht. Ah, okay, okay, das ist schon mal geklappt.
Könnt ihr auf jeden Fall gut Geschwindigkeit aufbauen. Ja, könnten wir. Die Sache ist halt, wofür? Kurz schauen. Ah ja. Dafür. Warte, wofür? Lass mich einfach mal machen, lass mich einfach mal machen. Okay. Lass deine Portale bitte. Danke. Hat geklappt? Jo. Gut. Bring das Gelbe von mir. Perfekt. Steigern wir die Moral und geben unserer Elite-Truppe hier einen Codenamen. Benennen wir sie doch nach eurer Spezialität. Die ständig in Säure fallende Spezialeinheit. Damit ist die Motivationsansprache beendet. Danke. Schnappt sie euch. Okay, okay. War es das jetzt wirklich? Jetzt kommen wir erst in die finalen Testräumen. Turrets. Oder ein Bosskampf. Ja. Glados! Hey! Oh mein Gott. Der Vogel, lauft! Dafür habe ich keinen Plan. Abbrechen! Vergesst das Training! Lauft! Was macht ihr da? Warum lauft ihr nicht? Zurück! Sie hat jetzt die Kontrolle. Ihr seid keine Tötungsmaschinen. Das war gelogen. Lauft! Ah, oh Gott! Abbrechen! Mission abbrechen! Rückzug! 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 Ich hab euch gewarnt! Mission abbrechen! Rückzug! Oh nein, wir haben verloren! Es ist aus! Oh, das war knapp. Gut gemacht. Tötungsmaschinen. Ja, ja. Wisst ihr, beim Vertreiben des Vogels aus der Anlage habe ich eben eine wichtige... Oh mein Gott, sie brütet eine Klonarmee aus! Zerstört sie und tretet sie kaputt und... Ich weiß etwas Besseres. Herzlich willkommen in der ornithologischen Brutstation von Aperture Science. Man hat euch im Stich gelassen, weil ihr wertlos seid. Wertlose, ungeliebte Vögel mit fetten, hässlichen Schnäbeln. Ich bin wirklich beeindruckt, dass diese riesigen Schnäbel in so winzigen Eiern Platz hatten. Ja, ich spreche mit dir, du Großschnabel, du Matschbirne. Oh! Nein, ihr seid keine Matschbirnen, oder? Seht sie euch an, diese kalten Vogelaugen, die Klauen. Die messerscharfen Schnäbel. Ihr seid ja richtige kleine Tötungsmaschinen. Ja. Schlaft jetzt, meine kleinen Killer. Morgen habt ihr einen anstrengenden Tag. Somit starten die Tierversuche? Ja. Wir haben es geschafft, oder? Es ist vorbei. Ich weiß es nicht. Also die letzten Extra-Teile, die kannte ich wirklich gar nicht, also... Aber ich fand sie, sobald man so einigermaßen den Bogen raus hatte, doch recht angenehm. Ja, erstaunlicherweise. Ja. Also natürlich gab es so Knackpunkte, wo man so ein bisschen gehangen hat, ne? Ihnen stehen nun alle Tests zur Auswahl. Zu Ihrer Unterstützung wurden alle Sicherheitsvorkehrungen in den Testkammern... Also kann man sagen, wir haben's. Ja. Ja. Oh, ey. Gratulation. Aber auf einen feierlichen Freitod. Wie kann man hier versagen? Es ist nicht mal ein Test. So. Ist auch erledigt. Na, läuft doch. Da können wir jetzt den Abschluss machen, oder? Yep. Abschlussresümee und Co. Portal nach wie vor ziemlich geiles Spiel mit sehr schönen Gameplay-Elementen. Hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich dafür bei dir, Chunk, dass du selbst nach einem Jahr noch so
Let's Play zu Ende geführt hast mit mir. Oh ja. Ich sag mal so, man hatte keinen Stress. Ich gab immerhin keinen Stress bei der ganzen Geschichte. Das war doch wohl ein Witz. Also von daher, hat Spaß gemacht, um Gottes Willen. Jo, definitiv. War ab und an doch recht anspruchsvoll. Yep. Der Umgang mit dir. Kann ich nur so zurückgeben. Aber sonst haben wir es auch teilweise ganz gut ergänzt. War auf jeden Fall super, also ich hatte meinen Spaß und... Die Zuschauer hatten, glaube ich, ihren Spaß. Ich hoffe. Jetzt fehlt nur noch, dass es irgendwann nochmal hochlädt. Verlasst euch nicht zu sehr darauf, dass die Remontageeinheit euch ununterbrochen zur Verfügung steht. Sie ist nicht euer Sklave. Ich muss ja jetzt nur noch rennen, ich hoffe, die Aufnahme ist was geworden. Wir, wenn nicht. Ich würde auch sagen, ich wünsche allen nochmal viel Spaß. Gedacht, dass wir aufzeichnen müssen. Beim wiederholten Anschauen dieses Let's Plays. Hahaha. Ja. Und ja, bis zum nächsten Projekt, das ihr bei mir seht werden. Ich bin auch wieder dabei, ansonsten schaut bei mir rein, da gibt's nichts Neues. Du kannst gerne mal was bei mir hochladen, Chunk. Na, das bringt mir was. Die Leute sich freuen. Sei völlig untödlich. Ich sag nicht mal, schau mal bei mir was hochzuladen. Ja, also bis dann und tschüss. Und reingeklickt.